Hallöchen zusammen! Schaut mal, was bei mir angekommen ist. Nochmal ein Sensi-Paket. Und zwar sind hier schon die neuen Bring Back My Bar-Düfte drin oder die neuen Comeback-Düfte. Es sind 15 neue Düfte, die wir jetzt gleich gemeinsam das allererste Mal zusammen schnuppern werden. Ich bin super, super gespannt, wie die Düfte sind. Falls ihr noch nicht wisst, was Bring Back My Bar ist, das sind Düfte, die ihr, also Kunden und auch Berater, zurückgewählt haben. Ja, also die gab es irgendwann schon mal und die habt ihr jetzt als eure Favoriten zurückgewählt. Und die wird es ab 1. Januar bis 30. Januar geben. Und ich würde sagen, wir schnuppern einfach mal drauf los, weil 15 Düfte ist wirklich schon jede Menge. Ich habe mir auch mal die Duftbeschreibungen dazu durch ausgedruckt, damit wir auch gucken können, was wirklich drin ist. Und ich sag euch dann, Entschuldigung, und ich sag euch dann, wie sie mir persönlich gefallen, ja. Also es ist natürlich immer eine Geschmackssache. Was mir gefällt, muss euch nicht gefallen. Was mir nicht gefällt, kann auch sein, wird euer Lieblingsduft. Von daher machen wir erstmal die Duftbeschreibung. Der erste ist Woodland Zoot. Heißt der Gute. Ziehen Sie sich in ein ruhiges, holziges Wunderland zurück, das nach Roteiche, rauchigem Zedernholz, Wildleder, Moschus und heller Winterzitrone duftet. Das ist mal eine Duftbeschreibung, würde ich sagen. Also, wir machen mal auf. Wir machen auch gleich die Folie ab. Oh, also mit Hölzern hätte ich gedacht, gefällt mir nicht, aber oh, den finde ich echt angenehm. Oh, diese Ledernote riecht man so ein bisschen raus, aber jetzt nicht irgendwie störend. Oh, holziges Wunderland. Ja, so würde ich es auch beschreiben. Ein bisschen Moschus. Oh, der ist echt angenehm. Also auch wenn man nicht unbedingt hölzern mag, der ist angenehm. Gut, dass wir die Duftbeschreibung dazu hatten, weil ich kann euch so eigentlich gar nichts rausriechen, was da jetzt drin ist. Aber ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie erwartet. Ich mag ja keine hölzernen Düfte, ja, also das heißt keine, nicht viele. Ist nicht meine Lieblingskategorie, aber Woodland Zoot ist auch für jemand, der eigentlich gar keine hölzernen Düfte mag, echt okay. So, der nächste, der hier auf meiner Liste steht, ist A for Apples. Und da bin ich gespannt, weil ich mag Äpfel, also ich mag Äpfel essen. Ich mag aber auch super gerne Apfelduft. Deswegen bin ich mal gespannt. Da gibt es ja so viele verschiedene Varianten, ob der süß ist, ob der hölzern ist, ob der knackig ist. Wir lesen mal. Süß-säuerliche Noten von Granny Smith und McIntosh bieten einen Hauch von purem Apfelglück. Granny Smith finde ich schon mal geil, so diesen säuerlichen Apfel. Zack, weg damit. Oh. Ja, es riecht original wie Granny Smith. Das ist aber so ein bisschen was Herbes noch mit drin, ne? Den muss man, glaube ich, mal warm gerochen haben, aber es ist auf jeden Fall 100% Apfel. Also einmal dieses frische, knackige, säuerliche von dem Granny Smith Apfel. Und ich nehme an, der andere ist eher so ein bisschen so eine ältere Sorte. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ist auf jeden Fall, wenn ihr Apfel mögt, richtig, richtig cooler Apfelduft. Wieder was ganz was anderes. Ja, also habe ich so habe ich persönlich noch keinen Apfel gerochen. Also noch keinen Apfelduft von uns. Okay, der nächste ist Botanical Garden. Wo haben wir denn hier? Botanical Garden, also der wird wahrscheinlich sehr grün riechen. Ach Moment, wir müssen erstmal lesen. Ich vermute, dass der halt so ein bisschen nach Natur schnuppert. Wir gucken mal. Also, grün zu lieben ist einfach mit diesem Scheffel frisch gepflückter Hojablätter, frischer Aloe und sattem wilden Efeu. Ja, habe ich ja mir schon gedacht. Wird sehr grün werden. Ich bin gespannt. Oh ja, da kommt es schon raus. Boah, Leute, wisst ihr, wie das riecht? Wie wenn ihr
Wart ihr schon mal in Frankfurt oder in irgendeinem anderen Zoo gewesen und ihr geht in so ein Tropenhaus rein? Ja, so schnuppert das in etwa. Also so richtig, aber finde ich echt gut. Ganz, ganz frisch, so ein bisschen nach Blättern, nach, ja, nach Grün, nach frisch. Dieses Aloe riecht man auch raus. Finde ich sehr cool. Also ein sehr cooler, gelungener, ja, Naturduft, würde ich mal sagen. Sehr plättrig, sehr, ja, plättrig. Auch gute Beschreibung, gell? Ja, aber ein richtig guter, frischer Duft, sagen wir mal so. Genau. Wer so ein bisschen diese Naturdüfte halt eben mag, ne? Also, ich finde, das Efeu kommt auch richtig gut raus. Oh, der nächste wird geil. Ich glaube, ich hoffe, der wird geil. Auf jeden Fall ist der nächste ta-ta-ta-ta, von Disney aus dem Film Nemo, Just Keep Swimming. Just keep swimming, just keep swimming. Geiler Film, oder? Ja, wir lesen zuerst die Duftbeschreibung. Das Abenteuer ruft mit einem Duft aus blauer Meeresgischt, Entschuldigung, aus blauer Meeresgischt, Gurkenwasser und salzigem Treibholz. Oh, Meereswasser, Meeresluft, Gurkenwasser finde ich schon mal sehr geil. Ich liebe diese Düfte mit Gurke drinne. Ich finde, oh ja, oh ja, oh, richtig gut, Leute, richtig gut. Oh mein Gott, der ist richtig gut. Also den im Badezimmer, boah, ein Traum. Boah, ist das geil. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Also diese Gurke kommt wirklich nur ganz dezent durch. Dieses salzige, oh, ist richtig, richtig gut, ihr Lieben. Nemo, Just Keep Swimming. Bis jetzt der beste für mich. Richtig gut. So, und es geht auch direkt schon hoch weiter mit Disney. Und zwar haben wir einen neuen Mickey Maus Duft. So, wir gucken mal, wie der heißt. Ach, Disney's Your Pal Mickey. Wo ist er? Wo haben wir ihn? Ah, da unten hat er sich versteckt. So. So schaut er aus. Your Pal Mickey. Ein roter Duft. Mal gespannt. Wir lesen mal. Oh, das ist eine sehr lange Duftbeschreibung und sehr klein geschrieben. Ich muss ein bisschen näher rangehen. Ein Freund auf ewig verdient den passenden Duft. Diese süße und schmucke Kombination aus grünem Apfel, Orangenblüte und frischer Frühlingsluft ehrt eine ganz besondere Freundschaft. Also wieder was für die Apfelfreunde. Disney's Mickey, Your Pal Mickey. Und wir machen wieder auf. Zack. Oh ja. Das erinnert mich an früher. Kennt ihr das, wenn ihr sowas riecht und das erinnert einfach nach früher, so an Kindheit? Ich kann es euch gar nicht genau sagen, an was. Man riecht den Apfel so dezent. Man riecht die Orange so ein bisschen. Ich glaube, so ein bisschen an eine Süßigkeit von früher. Ganz interessant. Also, der ist nicht nur fruchtig, diese frische Frühlingsbrise, was auch immer die dafür reingemacht haben. Sehr, sehr cool. Ein ganz nicht so ein aufdringlicher Duft. Der ist mega angenehm. Mega, mega angenehm. Also finde ich auch sehr gut. Bis jetzt die Disney echt. Die Disney-Düfte waren jetzt echt der Knaller. So, der nächste. Oh, der wird mir auch gefallen. Alleine am Namen wird er mir gefallen. Groovy Grapefruit. Ich liebe Grapefruit. Jetzt erst gestern mir einen Kasten Wasser geholt mit Grapefruit-Touch. Richtig gut. Ja, man muss natürlich Zitrus dafür mögen, so diese Zitrusnoten. Aber wir lesen mal. Energiegeladene Grapefruit, frisches Weizengras und Amber. Oh, Amber. Ich liebe Amber in den Düften. Kreieren diesen wohltuenden, faszinierenden Duft. Mal gucken, ob er hält, was er verspricht. Oh ja. Oh ja. Da ist es schon, die Grapefruit. Ja. Absolut das, was man erwartet. Spritzig, energiegeladen, auf jeden Fall. Boah, richtig gut. Und so ein Hauch. Wirklich, ich rieche wirklich nur so einen Mini-Hauch von diesem Amber. Primär ist es Grapefruit. Einfach richtig schöne, spritzige Grapefruit. Ja, mag ich. Also gerade wenn dann die Feiertage rum sind, das neue Jahr beginnt, dann liebe ich diese Zitrusdüfte. Das bringt immer so einen frischen Wind ins Haus, finde ich. Also der ist mega. Der kommt auch
zu meinem gefällt mir Stapel. So, der nächste wird sein Lemon Coconut Chiffon. Und ich vermute, es wird mir gefallen, weil ich liebe Zitrone und ich liebe auch Kokos. Gucken wir mal, was sie da draus gebastelt haben. Also, die Duftbeschreibung von Lemon Coconut Chiffon. Auf der Zunge zergehender Zitronenpudding. Oh, der wird süß. Der wird süß, habe ich gar nicht gedacht. Zitronenpudding auf Butterkuchen mit einem Hauch gerösteter Kokosnuss. Okay, ich denke, der wird recht üppig werden, vermute ich. Oder der klingt sehr, sehr süß. Ich mag ja süße Düfte. Oh ja, oh ja, oh, richtig geil. Das ist voll was für Steffi. Richtig gut. Man riecht die Zitrone, also wirklich original, wie wenn ihr so einen schönen Zitronenkuchen gebacken habt. Man riecht aber auch so einen Hauch von der Kokosnuss raus. Boah, oh. Der ist gut. Der ist richtig gut. Richtig, richtig gut, ihr Lieben. Ja, sehr gut. Man muss ihn halt mal im Raum schnuppern, ob er nicht zu süß ist. Ja, also wenn jemand keine süßen Düfte mag, dann eher Finger weg davon, weil das ist wirklich eine Bombe. Ja, also aber eine gute Bombe, finde ich. Finde ich sehr gut. So, wir haben so viele. Sorry, das Video wird echt lang. So, der nächste Duft heißt... Ah, ist was für unsere Vanillefreunde. Schaut mal, Vanilla Out. Süße Vanille, abgerundet von Leder und erdigem Oatholz. Ich weiß zwar nicht, was Oatholz ist, muss ich gestehen, aber Vanille und ein bisschen hölzern könnte gut werden. Nur schauen mal. Sieht eher nach Schokolade aus, wenn man den so aufmacht, ne? Da kommt jetzt noch nicht so viel an. Mal gucken. Oh ja, oh. Oh, ist der gut. Oh, der freut, der macht mir richtig Spaß. Oh, ist das gut. Vanille mit diesem Leder-Touch. Ihr Lieben, ich habe immer gedacht, Leder wäre völlig ekelhaft im Raumduft. Aber nein. Boah, der ist so richtig schön dezent eingesetzt. Oh, was auch immer dieses erdige Oatholz ist. Das macht was. Es erinnert mich an ein Parfum, was ich mal hatte. Oh, mega, mega guter Duft. Boah, da freue ich mich schon, den drauf einzuschmelzen. Der wird auch sehr, sehr gut. Der kommt natürlich auch zu, gefällt mir. Also bis jetzt, bis auf den ersten, muss ich gestehen, der war halt recht hölzern. Aber wow, die sind wirklich sehr, sehr gute Düfte abgestimmt worden. Was haben wir denn als nächstes? Der ist auch schon wieder so bräunlich und nennt sich All You Need Is Love. Turteln Sie mit den süßen Düften von Kokosnusszucker, oh lecker, cremiger Vanille und Kirsche. Also einzeln finde ich alle Düfte geil. Also ich mag Kokos, ich mag Vanille und ich mag Kirsche. Schauen wir mal, wie die so zusammenpassen. Oh, oh, sehr süß. Sehr, sehr süß. Was ist denn bitte Kokosnusszucker? Oh ja. Aber hier unten, hier riecht man es halt einfach echt immer am besten. Oh ja. Aber es ist wirklich, wirklich süß. Also so ein richtig schöner, bappiger Duft. Ja, man riecht auf jeden Fall klar Kokosnuss raus, Vanille raus. Die Kirsche nehme ich noch nicht so wahr. Aber wer weiß, vielleicht manchmal kommt das ja auch erst beim Erwärmen. Den lasse ich mal noch so mit Fragezeichen. Also so vom Kaltschnuppern finde ich schon gut. Ich glaube, der kann aber mehr, wenn der warm ist. Ja, auf jeden Fall wieder Kokos mit dabei. Ich freue mich. So, 2, 4, 5 haben wir noch, ihr Lieben. 5 haben wir noch. Der nächste Duft wird grün. Calming Woods. Also beruhigender Wald. Lassen Sie sich von Vanilleschoten, cremigem Sandelholz, oh, ich liebe Sandelholz, und reichhaltigem Zedernholz umschmeicheln. Wir gucken mal, was das wird. Oh, nee. Sehr hölzern. Sehr, sehr hölzern. Also wenn ihr so diese frisch geduschten Manndüfte mögt, dann ist das was für euch. Ja, also es ist schon sehr frisch. Es ist auch wirklich ein sehr besonderer Duft, würde ich sagen. Habe ich so noch nicht gerochen.
Ja, aber Vanilleschoten für mich persönlich null da. Zedernholz, ja, das ist es halt echt, was da rauskommt und vielleicht auch so ein Hauch von dem cremigen Sandelholz. Aber für mich leider zu hölzern, ja. Also für hölzerne Fans sicherlich gut, für mich zu hölzern. So, der nächste ist wieder von Disney. Ich freue mich, ich finde ja immer fast alle Disney-Düfte. Ups. Hab's runtergeschmissen. Egal. Finde immer fast alle Disney-Düfte finde ich meistens gut. Der nächste ist von dem Film Mulan. Disneys Mulan. True to your heart. Sehr schöner Duft. Rot. Wonach soll der riechen? Zuerst daran glauben, dann danach handeln. Erwecken Sie dieses tapfere Herz zum Leben und schöpfen Sie selbst Mut mit Pflaumenblüte, weißem Tee und Rotholz. Okay, blumig ist eigentlich nicht so meins. Wir schauen. Wir schauen, wir schauen. Zack. Oh ja. Oh ja. Der ist blumig. Der ist schön blumig. Oh, Pflaumenblüte. Pflaumenblüte ist ja cool. Also ich wüsste jetzt nicht, wie Pflaumenblüte riecht, aber ich befürchte, dass er für mich zu blumig ist. Aber wer blumige Düfte liebt, der wird den lieben. Den haben sie so richtig, richtig schön. Dieser weiße Tee macht das so ein bisschen Sanftigkeit mit rein. Richtig schön. Wie als wenn man an so einem richtig schönen, leckeren Blumenstrauß riecht. Ich mag den so. Ich kann nur die blumigen Düfte. Ich kann die nicht so gut im Raum ertragen. Warum auch immer. Aber sehr blumig. Und also ich finde es echt lecker. Also für blumig echt gut gelungen. Mulan war das. So, jetzt habe ich was runtergeschmissen. Okay, es geht weiter mit. Oh, jetzt wird's amerikanisch. Gleeful Grape. Also Grape ist ja übersetzt Traube. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich die amerikanische Traube ist. Es sieht ja schon aus wie so ein amerikanisches Getränk. saftige Traube, Himbeerblatt und köstlich gezuckerte Beeren. Ich stelle mich mal ein auf richtig süß. Wir gucken mal. Oh ja. Oh, geil. Geil. Weckt bei mir Erinnerungen nach Amerika, weil da gibt es halt diese lilanen Kaugummis. Ja, wenn ihr die schon mal gegessen habt, original so riecht es. Oder es gibt auch so ein Getränk, Welch. Vielleicht, wer schon mal in den USA war, hat es vielleicht schon mal getrunken. Es riecht nach Welch. Nach ja, wirklich, man riecht diese wirklich lilane Weintraube raus. Ich finde, es riecht auch ein bisschen nach Himbeere und gezuckerte Beeren. Ja, hält absolut, was er verspricht. Richtig guter Duft. Richtig gut. Aber man muss auch hier wieder süß mögen. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie frisch fruchtig, sondern eher wirklich süß fruchtig. Süß. Kommt auf jeden Fall zu meinem Gefällt mir Stapel. Oh Gott. Ich glaube, so viele gefällt mir Düfte hatte ich bei den Bring Back My Bars noch nie. Happy Birthday! Nein, ich habe nicht Geburtstag. So heißt der nächste Duft. Happy Birthday! Sehr cool. Bonbons und Konfekt aus reichlich Zucker, luftiger Schlagsahne und Vanilleextrakt. Ich glaube, mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Ich glaube, das wird jetzt so eine richtig schöne Zuckerbombe. Wir riechen mal, aber zum Glück geht es ja nett auf die Hüfte. Oh ja. Oh ja. Das riecht wirklich nach Geburtstag. Ja, Schlagsahne, Vanille, Zucker, Torte. Mega. Mega Duft. Wird es viele geben, die ihn nicht mögen, ja, aber der ist wirklich, wenn ihr süße Düfte mögt, der riecht echt nach Geburtstagstorte. Wie wenn ihr so eine richtig schöne, üppige Torte mit Sahne und am besten noch Fondant außenrum. Also richtig krass. Ja, den haben sie sehr gut erwischt. Happy Birthday. Richtig süße Bombe. Kalorienexplosion könnte man ihn auch nennen. So, oh, der nächste gefällt mir von der Duftbeschreibung schon mal. Simply Strawberry. Einfache Erdbeere. Ein Duft für jene, die den reinen Duft von Erdbeeren lieben. Das tue ich. Ich darf sie zwar nicht mehr essen, aber ich liebe den Duft von frisch gepflückten Erdbeeren. Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Und das habe ich auch im Katalog so ein bisschen vermisst. Also wir haben schon
Seit meinen 3 Jahren, die ich dabei war, gab es noch keinen Duft, der so richtig schön nach Erdbeere gerochen hat. Oh ja. Oh ja. Frisch gepflückte Erdbeeren. Geil. Richtig, sorry. Richtig gut. Oh mein Gott, da könnte ich mein Bett drin machen. Es gab mal so Gummibärchen, die waren mit Erdbeer-Rhabarber. Und so riechen die. Da gab es so einen Gummibärchenladen. Oh mein Gott, waren die gut. Oh. 10, 100 von 10 Sternen. Richtig, richtig gut. Ich glaube, den muss ich in den Club packen. Den will ich nie mehr missen. Der ist richtig gut. Simply Strawberry. Den muss ich nachbestellen. Der ist richtig, richtig, richtig gut. So richtig schön fruchtig, ja. Nicht zu süß, einfach richtig spritzig, fruchtig. Erdbeere pur. So, und der letzte Duft ist da. Vanilla Cream. Ja, was soll ich sagen? Französische Vanille mit einem Hauch Kokosmilch. Hört sich an, als ob der letzte auch noch mal so eine richtige Granate für mich persönlich sein kann, denn ich liebe Vanille und ich liebe Kokos. Also, wir machen wieder auf. Na komm. Komm raus. Er möchte nicht so, wie ich das will. Na? Oh mein Gott, ja. Ja, absolut meins. Absolut meins. Die Vanille kommt schön raus, der Kokos ganz sanft. Wie schön. Ein richtig schöner, edler Vanilleduft mit Kokos. Oh, sehr, sehr klassisch. Richtig schön. Oh, den haben sie richtig fein gemacht. Was ganz feines. Vanille und Kokosmilch. Auch hier 100 von 10 Sternchen. Richtig gut. Richtig, richtig gut. So, ihr Lieben, das war es. Das sind die 15 Düfte, die wir gemeinsam zurückgewählt haben, die es irgendwann schon mal gab. Und ich muss sagen, ich bin geflasht. Also ich würde sagen, mindestens 10, wenn jetzt sogar 12 von diesen 15 Düften muss ich leider nachbestellen, weil die sind sehr, 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 sehr gut, ja. Also auch eine schöne Mischung. Nicht nur was Süßes, nein, wir haben auch was Hölzernes, was Zitrusmäßiges, was Fruchtiges, was Spritziges. Ist eine mega, mega coole Mischung geworden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie es schnuppert. Falls ihr bei den Düften was dabei habt, wie für mich zum Beispiel Simply Strawberry oder ich glaube auch Vanilla Coconut, nee, der heißt ja Vanilla Cream. Die werden bei mir definitiv in meinen Sensi Club wandern. Falls ihr noch nicht wisst, was der Sensi Club ist, schaut mal rein: steffis-duftbar.sensi.de. Da ist ein Reiter Club. Es ist keine böse Abo-Falle, sondern wenn ihr die Düfte dort reinlegt, darüber bestellt, dann werden die für euch auf ewig weiterproduziert. Wenn ihr das nicht tut, dann könnt ihr die Düfte definitiv nur vom 1. bis zum 31. Januar bestellen. Ja, also. Viel, viel Freude damit. Ich muss mich jetzt echt noch mal hinsetzen, muss noch mal ein zweites, drittes Mal nachschnuppern. Aber den ersten Sniff wollte ich ganz gerne mit euch gemeinsam machen. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann.